So, willkommen YouTube zu einem neuen Video. Ja, es handelt sich um eine Zuschauerfrage. Ein Zuschauer wollte wissen, wie man Kotflügel, Nierenblech, Stoßfänger und Schlossträger abmontiert. Da ich das jetzt nicht abmontieren möchte, erkläre ich mal in einem kleinen kurzen Video, an welchen Punkten die alles montiert sind und was man da alles vorher abmontieren muss. Ja, dann schauen wir gleich mal aufs Fahrzeug und ja, jetzt sind wir beim Fahrzeug. Also um diesen Kotflügel abzumontieren, muss man hier diese Torx-Schrauben entfernen. Das ist einmal hier eine, das ist 1, 2, 3, 4. Ob man jetzt die beiden Schrauben von der Motorhaube, von der Motorhaubenhalterung abmontieren muss, weiß ich nicht, das muss man dann hinterher gucken. Ja, dann ist der Kotflügel hier unten am Unterboden noch befestigt mit zwei Schrauben, soweit ich das heute früh gesehen habe. Ich habe nämlich schon mal vorher geguckt. Da muss man aber mal das dann auf die Bühne stellen, das Auto, oder auf Böcke und mal drunter gucken. Wer diesen M-Schweller noch dran hat, muss diesen hier erstmal abmontieren. Der hat hier eine kleine Fixierungsschraube irgendwo hier unten dran. Gegebenenfalls ist das Ding auch geklebt. Da muss man mal schauen, wie man den abbekommt. Aber normalerweise hat er hier so Clips, soweit ich weiß. Ja, dann kann man diese Leiste noch abmontieren. Den Blinker muss man rausmachen und abstecken. Ja, dann hier muss man die Tür öffnen. Dann sitzen hier noch zwei Schrauben, eine oben und eine unten, und dann müsste man noch die Radhausschale entfernen und dann ist der Kotflügel eigentlich schon unten. Das war es jetzt vom Kotflügel. Dann kommen wir mal zum Nierenblech. Das Nierenblech ist hier am Kotflügel mit einer Schraube fixiert. Die kann man von hier unten, glaube ich, erreichen. Da muss man auch die Radhausschale wegmachen. Dann auf jeden Fall Blinker, Scheinwerfer muss raus. Diese Kappe muss raus, die habe ich schon mal entfernt, dass ich es euch zeigen kann. Dann muss man diese Schrauben öffnen und den Scheinwerfer auch raus. Dann ist er hier unten geschraubt. Hier ist dann auch unten die Schraube fest. Und soweit ich weiß, ja, hier ist es noch fest. Soweit ich weiß, ist das Nierenblech dann eigentlich schon fast demontiert. Und hier oben irgendwo, die habe ich schon erwähnt. Ja, den Schlossträger, wie man den rausmacht, der ist hier fixiert mit einer Schraube. Soweit ich weiß, hier oben. Und ja, wenn man den Schlossträger rausmacht, muss man auch den Kühler hier, diese Plastikkappen entfernen. Wie die abgehen, kann ich euch leider jetzt noch nicht sagen, da ich die noch nicht abmontiert habe. Ja, und hier ist noch fixiert. Die Stoßstange abmontieren ist eigentlich ganz simpel. Die Stoßleisten abmontieren, dahinter ist dann eine Schraube, die hier dann den Prellbock oder wie man dazu sagt, festgeschraubt ist, und auf der anderen Seite genau dasselbe. Dann ist die Stoßstange noch, die Unterbodenverkleidung muss weg. Und so im Großen und Ganzen kann man dann alles vorne wegbauen. Das war's eigentlich dazu. Im Frühling oder sowas kommt sowieso noch mal ein Video, wie man das Nierenblech ausbaut, da ich hier eine kleine Roststelle habe, die, wo ich jetzt mit bisschen Lack wieder übergebinselt habe. Sieht man es nicht, aber da kommt ein neues Nierenblech rein. Das habe ich schon da liegen. Und das zeige ich euch dann nochmal in einem ausführlichen Video, wie man Nierenblech tauscht. Die Nieren rausmontieren, wer das unbedingt machen will, sind hier unten solche Clips. Also die sind eigentlich hier auf der Seite und da unten ein Clips. Ich glaube, den untersten muss man nach innen oder nach außen drücken. Ich glaube, nach unten drücken. Ich will es jetzt nicht machen, weil es kalt ist und nicht, dass mir was abbricht. Das sollte man machen, wenn es warm ist oder mit Föhn oder so erwärmen. Ja, auf jeden Fall, die Nieren muss man ja nicht unbedingt rausmachen, wenn man das Nierenblech abbaut. Aber auf jeden Fall müssen die Scheinwerfer raus.
wenn ihr hier Kotflügel, Nierenblech, Schlossträger und ja, Stoßstange, wenn man abmontieren muss, man nicht unbedingt hier die Scheinwerfer ausbauen. Aber beim Nierenblech und sowas dann schon. Ja, dieses Plastik oder diese Plastikverkleidung wieder einmontieren. Die ist normalerweise geschraubt hier mit so Plastikschrauben hier. Und hier mit so ganz normalen Kreuzschlitz. Die sind jetzt total verrostet bei mir. Die eine fehlt sowieso schon und die Plastikschrauben fehlen sowieso schon auch. Keine Ahnung, sind halt verloren gegangen. Ja, so, ich hoffe, das war ein kleiner, erfolgreicher Tipp, wie man das alles demontiert. Und ich, wie gesagt, im Frühling kommt dann nochmal ein ausführlicheres Video, wie man das Nierenblech ausbaut, weil ich das ersetzen muss durch Rost. Und ja, ich sag dann in dem Sinn mal wieder Servus und ja, bis zum nächsten Mal, euer Patrick.